Ja, das ist der Weg jetzt zurück. Das wird noch kurvenreich. Aber deswegen bin ich ja da. So, ich kann es ja gar nicht fassen, es geht endlich los. Maja ist gepackt. Ist alles drauf. Ich hoffe, es bleibt so, es hält alles. Heute geht es nach Kärnten, ins Rosental. Morgen nach Venedig und dann hoffentlich bald nach Patras dann mit der Fähre. Los geht's! Eine gute Reise fängt mit einem heißen Topfenstrudel und einem doppelten Espresso und der kalten Kugel an. Tja, Kurviger hat mich jetzt auf eine kleine Schotterstraße beim Mariazell gelotst. Ich hab's hier. Und ob es weitergeht. Und ob es weitergeht. Aber ja. Immer für Überraschungen gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich da bin, aber da gefällt es mir. Schön.
Karte, noch ein Foto. Das ist in der Nähe von Maria Zell. Da ist mich das Navi hingedreht. Die Straße der Kurve. Der Tag endet in Kärnten auf einem Campingplatz im Rosental, wo ich meinen Vater mit seiner Frau treffe. Am nächsten Tag geht es weiter. Auf kleinen, kurvigen Straßen suche ich mir einen schönen Weg durch die Berge Norditaliens. Ab Udine geht es dann auf der Autobahn weiter. Ich möchte rechtzeitig in Venedig sein, damit ich der Stadt noch einen Besuch abstatten kann, bevor am nächsten Tag die Fähre nach Griechenland in der Früh losfährt. Thank you.
Ja, mit Covid wird natürlich alles komplizierter und deswegen stehen die Leute hier alle angestellt für das Ticket und Covid und Lauf. Tja, und das ist das Ende. 3. Mit Bauern. Ticket. Diese Schiffe faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Die Astrayon 2 ist 192 Meter lang, hat 25.000 PS und bietet 840 BKW Platz. Sie hat eine Maximalgeschwindigkeit von 44 km/h und ist durchschnittlich mit 40 Stundenkilometern unterwegs.
Kabine. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Gut, okay. Haben wir schlimmer vorgestellt. Endlich bin ich auf der Fähre. Morgen am Abend soll ich in Patras ankommen. Im Fernseher auf dem Schiff laufen Sondermeldungen über die Waldbrände. Waldbrände sind vom Schiff aus auch in Albanien sichtbar. Ich hoffe, ich kann trotz allem meine Reisepläne umsetzen. Zu oft musste ich meine Reise in letzter Zeit abbrechen oder fielen komplett aus. Vor der Ankunft bekomme ich noch eine Gefahrenmeldung aufgrund der Feuer auf mein Handy. Hoffentlich geht dieses Mal alles gut. Das Motor hat mich überzeugt, es will bergab, nur keine Ahnung wie, aber hat die Richtung vorgegeben, oben komme ich nicht.